Keine Verletzten, dafür ein Schaden in Millionenhöhe. Das ist die vorläufige Bilanz eines Großbrands, der am Montagmittag gegen 13 Uhr auf einer Produktions- und Lagerhalle der Ziegelei an der Ziegelhofstraße in Kloppenburg ausgebrochen ist. Laut Polizei war nach ersten Erkenntnissen das etwa 86 x 25 Meter große Dach bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Arbeiter hatten noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, scheiterten jedoch. Die Flammen fraßen sich innerhalb kurzer Zeit ins Gebäude. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Zahlreiche der mehr als 100 Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz arbeiten. Nach kurzer Zeit war das Feuer zwar unter Kontrolle, es dauerte aber mehrere Stunden, alle Brandnester vollständig zu löschen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt.